Und zum Phoenix-Tagesgespräch bin ich jetzt verbunden mit Peter Liese, CDU. Er ist gesundheitspolitischer Sprecher für die EVP-Fraktion im Europäischen Parlament. Herr Liese, Sie sind selbst Mediziner. Deswegen können wir zwar über Impfen auch reden, aber etwas viel Wichtigeres steht quasi nach dem Impfen, nämlich das digitale Impfzertifikat. Daran arbeiten die Europäer im Grunde genommen im Gedanken seit Anfang des Jahres. Am 20. Mai gab es, wenn ich es nicht falsch nachgeschlagen habe, die große Einigung zwischen dem Parlament, dem Europäischen Rat. Wo stehen wir jetzt? Ja, zunächst einmal, Frau Ahland, ich denke, das Impfen ist schon das Wichtigste. Das Zertifikat ist ja nur eine Möglichkeit, nachzuweisen, dass man geimpft ist, genesen oder negativ getestet. Aber das ist eben auch wichtig, weil wir ja alle wieder Freiheiten wollen, auch die Reisefreiheit in Europa. Aber wir wollen nicht, dass aus der Reisewelle eine Infektionswelle wird, wie das leider im letzten Jahr passiert ist. Und deswegen haben wir uns in Rekordzeit auf einen Text geeinigt zwischen Europäischem Parlament und den Mitgliedstaaten und der Europäischen Kommission. Und diese Einigung wird heute im Europäischen Parlament endgültig beschlossen, damit das Zertifikat am 1.7. rechtskräftig für alle in Europa in Kraft treten kann. Dann müssten wir im Grunde genommen weiterfragen. Das ist ja technisch auch ein sehr komplizierter Prozess. Wenn ich das richtig gelesen habe, gibt es seit 1. Juni so etwas wie eine gemeinsame Plattform, wo dann alle Mitgliedstaaten, die sich beteiligen, dort andocken. Wann wird dieses Zertifikat also verfügbar sein? Sie sagen 1. Juli. Das zweite Frage, die sich anschließt, wäre, was kann es dann tatsächlich? Also wo liegt mein Nutzwert? Ja, der Nutzwert ist, dass man einfacher als mit dem gelben Impfausweis durch einen QR-Code unkompliziert nachweisen kann, dass man vollständig geimpft ist, einen negativen Test hat oder von der Krankheit genesen ist. Und für die Gesellschaft ist der Nutzwert deshalb wichtig, weil ein solches Zertifikat wesentlich schwerer nur zu fälschen ist als der gelbe Impfausweis. Denn wir haben ja leider auch festgestellt, dass mit dem Impfausweis schon versucht wird, zu betrügen, dass man sich sozusagen illegal Impfausweise besorgt. Das ist eine Straftat, das sollte niemand tun. Aber ich habe selber im Impfzentrum mitgearbeitet und Impfausweise ausgestellt. Im Wesentlichen ist das ja eine Unterschrift und ein Stempel. Wenn es gut läuft, hat man noch die Chargennummer. Aber leider ist das alles sehr betrugsanfällig und wir sind eben besser geschützt als Gesellschaft, wenn es fälschungssicher ist. Und wir haben auf diesem Zertifikat eben den QR-Code. Den muss man nicht auf dem Handy haben. Man kann ihn auch sich ausdrucken lassen auf Papier, wenn man kein Handy hat oder das einfach aus anderen Gründen nicht auf dem Handy haben will. Aber da kann man dann nachkontrollieren, stimmt das wirklich? Ist dieser Mensch geimpft, getestet oder genesen? Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, gerade weil Sie den gelben Impfpass, den wir alle kennen, der von der WHO anerkannt ist, in jedem Land dieser Erde noch ausführlich angesprochen haben. Und auch natürlich diese vielen Menschen, die in Deutschland durchaus noch aufgrund von Jahrgang oder von anderen Skepsis, die da ist, noch im Analogen verharren. Also die würden dann mit dem Zettel an jeder Grenze in Europa mit diesem ausgedruckten QR-Code wirklich gut bedient werden. Da sind Sie sicher? Ja, das ist ganz wichtig, dass man eben nicht nur diejenigen berücksichtigt, die ein Handy haben und damit alltäglich umgehen. Es gibt auch Menschen, die sagen, ich will einfach aus Datenschutzgründen oder sonstigen Gründen auf meinem Handy so einen QR-Code nicht haben. Aber eben gerade auch Ältere, die mit dem Handy nicht so vertraut sind. Man kann diesen QR-Code sich ausdrucken lassen. Entscheidend ist, dass es eben eine Lösung ist, die derjenige, der kontrolliert, auch verbinden kann mit der Stelle, die das Zertifikat ausgestellt hat, sodass man erkennen kann, hier ist wirklich ein Geimpfter vor mir oder ein Genesener und nicht jemand, der das vorgibt. Herr Liese, nun haben wir in Deutschland die besondere Situation, dass wir ja seit Dezember 2020, Ende Dezember, impfen und anders als viele andere Staaten in Europa, das erstmal, Sie haben das schön beschrieben, fleißig mit diesem kleinen Sticker in den Impfpass eintragen. Das heißt, wir haben jetzt Millionen von Impfungen. Wir sind ja jetzt bei über 40 Millionen Impfungen, die wir nachdigitalisieren müssen. Das kann doch so schnell unmöglich gehen. Mal ganz abgesehen von der Blamage, dass wir in Deutschland da wieder so hinten dran sind. Ja, wir haben sicherlich viele Lehren aus der Krise zu ziehen. Eine Lehre ist auch, dass es mit der Digitalisierung im Gesundheitswesen und insgesamt schneller
gehen muss, besser werden muss in Deutschland. Aber man kann diese Impfausweise, die viele ja jetzt haben, fast 50% sind erst geimpft, etwa 20% sind vollständig geimpft, die kann man natürlich umtragen. Das kann man nicht in den Praxen machen. Wir haben im Beitrag ja sehr gut gezeigt, dass die medizinischen Fachangestellten und die ärztlichen Kollegen, ich rede auch viel mit den Praxen vor Ort in meinem Wahlkreis in Südwestfalen, den kann man jetzt nicht zumuten, dass die Patienten auch noch kommen und dieses Zertifikat haben wollen. Deswegen redet die Bundesregierung mit den Apotheken. Da ist auch Fachpersonal und dieses Fachpersonal könnte das Zertifikat ausstellen. Das ist sicher nur die zweitbeste Lösung, aber das ist dann jetzt ein pragmatisches Vorgehen, dass man anderes Fachpersonal nutzt, um dieses Zertifikat auszustellen. Herr Liese, Sie haben eingangs unseres Gespräches, und dann könnten wir das hinten auch schön rund machen, festgestellt, dass natürlich viel wichtiger und schöner als das Zertifikat das eigentliche Impfen ist, also die Möglichkeit, sich zu schützen vor Covid-19. Nun gibt es da in Deutschland, ich sage Ihnen da nichts Neues, zwar die gefallene Priorisierung, aber nach wie vor zu wenig Impfstoff. Das Europäische Parlament hatte sich ziemlich scharf mit der Europäischen Kommission auseinandergesetzt rund um das Impfstoffbeschaffungsmanagement. Gerade wo wir jetzt wissen, dass diese Impfungen wahrscheinlich mutmaßlich nicht so furchtbar lange halten. Wie sieht es aus mit dem Nachschub? Sind diese Fehler vom Start jetzt beseitigt? Sind sozusagen genügend Dinge jetzt bestellt und in der Pipeline? Definitiv ja. Zunächst mal muss man das alles ins Verhältnis stellen. Wenn man die Impfgeschwindigkeit in den 30 größten Ländern der Welt ansieht, dann ist Deutschland mittlerweile auf Platz 3 in der EU vorne und weit vor Ländern wie Japan oder auch Russland, wo ja manche den Eindruck vermitteln, als ob Russland die Welt impfen könnte. Die sind weit hinten dran. Aber nichts ist so gut, dass es nicht noch besser werden könnte. Wir ärgern uns gerade, dass von Johnson & Johnson und BioNTech in diesen Tagen weniger Impfstoff kommt als angekündigt. Das wird bis Ende des Monats noch mal besser. Und da müssen wir uns auch alle drauf vorbereiten. Aber wir müssen vor allen Dingen in der Tat, wenn es um Auffrischungsimpfungen geht, anders rangehen als im letzten Jahr bei der Beschaffung des Impfstoffs, der jetzt eben zögerlich kommt. Und da ist die Europäische Kommission in der Tat sehr weit nach vorne gegangen und hat jetzt schon 1,8 Milliarden Dosen für die nächsten Jahre bestellt, damit wir, wenn wir durch Mutationen oder andere Herausforderungen einfach die Auffrischungsimpfung brauchen, dass das dann sehr viel schneller geht und dass wir die Szenen, die Sie heute Morgen gezeigt haben, dann im nächsten und im übernächsten Jahr definitiv nicht erleben werden. Okay, wir können und müssen noch besser werden mit Covid-19, aber bald haben wir das Zertifikat dazu und vielleicht auch die Impfung, wenn alles gut läuft. Herzlichen Dank für Ihre Einschätzungen im Phoenix-Tagesgespräch. Das war Peter Liese, der gesundheitspolitische Sprecher der EVP-Fraktion im Europäischen Parlament. Ich danke Ihnen. Gerne.